Wenn ich jetzt schon ein Spiel durchgehabt hätte, wo ich alle Lexikas gefunden hätte, hätte man verstehen können, was die gerade gebrabbelt haben. Oh nein. Kid, it's thy job. Hey, that hurts. Ich glaube, er hat gerade seine Mutter beleidigt. Rain? Whoa. Okay. Hey, Nurse. Right. Whatever. Do we hood kabeg? I said I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Warum haben die nicht gleich die Dame sprechen lassen? Ah, ich glaube, da sehe ich doch eine Lexika. Jetzt wissen wir es endlich. Aus dem Buch. Fortschritt in Albed gemacht. Schön. Diese ist nun ein Albedheim-Mac. Errungenschaft freigeschaltet in fremden Zungen reden. Toll. Okay, da habe ich vorhin also umsonst gesucht. Na, was soll's. Wir werden es überleben. Vielleicht. Ja, wir haben... Ui, der hat uns selber Potion geschenkt. Danke, obwohl ich nicht verstanden habe. Action, das Fakan. Hat er gerade gesagt, er will meine Mutter ficken? Also, Sujait! Genau. Und ich glaube, der wollte uns Tee anbieten. Oh, almost forgot. Das Sphärobrett. Die Statuswerte der Charaktere entwickeln sich fort, wenn auf dem Brett Spheroiden eingesetzt werden. Schauen wir uns einmal an, was geschieht. Ja. Bisher war ja in Final Fantasy immer das typische Level-System wie in jedem RPG, aber hier ist das Sphärobrett. Springt der Kurs auf den angehörigen Charakter. Denke, können die Kurse bewegen. Schön. Wenn Sie nun auf das Sphärobrett schauen, sehen Sie Felder, an denen Sie zum Beispiel Abwehrkraft erhöhen und Abilities erlernen können. Dies sind die sogenannten Aufbaufelder. Durch das Freisetzen dieser Aufbaufelder wird der Charakter aufgebaut. Der Charakter muss in die Nähe des Aufbaufeldes gebracht werden, um es freizusetzen. Gehen wir es mal schrittweise durch. Wenn Sie A drücken, kehrt der Cursor auf den Charakter zurück. Ein Menüfenster öffnet sich. Wählen Sie jetzt bewegen. Der Bewegungsbereich hängt vom S-Sphäre-Level des Charakters ab. Der S-Level steigt, wenn man an Kämpfen teilnimmt und genügend AP sammelt. Der Charakter erhält nach Kämpfen AP, die zum Erhöhen des Sphäre-Levels dienen. Wenn Sie sich auf dem Sphärobrett bewegen, verbrauchen Sie S-Level. Nimmt ein Charakter nicht an Kämpfen teil, erhöht sie weder sein AP noch der S-Level. So bleibt der Charakter immer schwach. Zur Zeit ist Titus auf S-Level 4. Er kann sich also 4 Felder bewegen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht zu weit bewegen. Sie könnten dazwischen liegende Aufbaufelder verpassen und damit den Aufbau des Charakters verzögern. Bewegen Sie sich also nur ein Feld. Dann lernen Sie die Ability Anfeuern. Sie brauchen nicht direkt auf das betreffende Feld vorzurücken. Sie können es auch vom Nachbarfeld aus freisetzen. Doch nicht. Wählen Sie Ihren Zielort. Werden Sie noch einmal gefragt, ob Ihre Entscheidung gültig ist? Ist sie es, wählen Sie ja. Diese Wahl ist verbindlich, Sie können sich nicht mehr umentscheiden. Möchten Sie dennoch verpasste Aufbaufelder freisetzen, müssen Sie S-Level verbrauchen und zurückkehren. Wenn ein Feld bereits passiert worden ist, verbrauchen Sie für 4 Felder nur einen S-Level. Wenn Sie sich jedoch ständig hin und her bewegen, verschwenden Sie Ihre S-Level. Denken Sie also gut nach, bevor Sie handeln. Nun, wenn Sie sich bewegt haben, sollten Sie jetzt die Aufbaufelder freisetzen. Diese Aufbaufelder freizusetzen, werden Spheroide benötigt. Dieser hält man zum Beispiel in einem erfolgreichen Kampf. Drücken Sie A. Wählen Sie Benutzen aus. Eine Liste der Spheroiden, die Sie besitzen, erscheint. Jeder Spheroid hat eine bestimmte Eigenschaft. Ein Kraftspheroid setzt zum Beispiel die Felder Angriffskraft, Abwehrkraft und HP frei. Ein Ability-Spheroid setzt Ability-Felder frei.
jederzeit auch Bohrfelder freisetzen, auf denen sie sich gerade befinden. Sowie solche, die direkt neben ihm platziert sind. Das heißt also, vom Feld, auf dem sie sich jetzt gerade befinden, erreichen sie nur das Ability-Feld. Folglich können sie nur Ability-Spheroiden nutzen. Wählen sie nur den gewünschten Spheroiden. Ja, ich drück das mal ab, ja. Leuchtet auf, für Charakter deinen Ability-Sphären verbraucht, darf er eine Ability frei erlernen. Super. Ja, ja, wir haben ja jetzt kapiert, wie das geht. Danke. Ich sagte danke. Okay, der versteht mich nicht ganz. Dann zwischen Charakteren, die sie bewegen möchten, wechseln. Er weiß sie erst praktisch, wenn sie mehrere Charaktere aufbauen oder ihre Statuswerte vergleichen möchten. Außerdem können sie mit... Ich nehme mal an, dass diese Leck-Taste einen Überblick über das gesamte Sphärenfeld gewinnt. So viel zum Sphärenfeld. Bauen sie nun Titus auf. Alright, jetzt haben wir doch endlich ein Menü. Mal schauen, hat diese mysteriöse Dame auch schon was? Nein, haben wir. Alright. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Mhm. Okay, let's get to work. Roger. Jetzt, er hat sein Atemzeug vergessen. Nee, Titus ist als Blitzballer der Beste, wenn es darum geht, unter Wasser zu atmen anscheinend. Alright, und dann mit uns. Oh Mann. Ehrlich, so lange tauchen wie der möchte ich auch mal. Könnte ich das sein wollen. Hey, da werden schon wieder irgendwelche Drecksviecher angegriffen. Schon wieder ein paar Drecksviecher hier. Die anscheinend schnell tot gehen. Na gut. Toll. Geben wir nicht mal Zeug. Sah ein bisschen aus wie Piranhas. Super 1A. Und Speicher natürlich. Genau, so gehe ich auch auf Arbeit mit meinem Computer um. Einfach nur auf den draufhauen und dann funktioniert. Natürlich gucke ich mich noch um hier. Denn anders als Titus geht mir nicht die Luft aus. Okay, da gibt es eigentlich nichts mehr. Hier scheint es wirklich noch Energie zu geben. Hier sind die Lichter an. Oh oh. Piranhas! Ja, eindeutig Piranhas. Lasst meine Begleiterin in Ruhe, ihr Mistviecher. Oh, ein Zeitsphäroid, interessant. Dann legen wir mal los. Ja, so liebe Kinder, repariert mal einen Fotos-Generator einfach mit der Faust draufhauen.
wir haben den Kraken entfesselt. Bestimmt hat das Mistvieh vorhin zu haben, ne? Krakenkopf. Ja, so geht erst nicht an Krakenkopf. Hier, friss ab, Granate! Oh, jetzt hat er schon wieder keinen. Jetzt kannst du nur deinen Kartenkopf mal kreuzweise. Nee, den Kartenkopf sollst du unbedingt nicht heilen, mein Guter. Okay, und dich auch. Und dich auch. Alright. Geschafft! Vielleicht ist es nur ein Kraut oder was? Das ist wirklich. Okay, das hat er jetzt persönlich genommen. Scheinbar haben wollen.
Futra Irsche! Tradalugt von der Neger. Okay, irgendwas mit Flugschiff hat er gesagt. Huf, ruf du, Tunkadib! Wey, Wicheta! Hey, I helped out, didn't I? Ja, mich auch, der hat doch auch geholfen. Verdammte Penner. Oh, hungry. Wenigstens das Mädchen hätte uns was ergeben können. Ah, vom Teufel spricht. Wow, right on. Hey, nicht so schlingen, Mann. It's because you eat too fast. Hey! Hello there. What is your name? Riku. Whoa! You really do understand. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkin. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkin Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkin. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays Blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkin. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! Oh, meine Fresse. Ja, aber ich denke mal, ich muss mal kurz speichern und dann muss ich mich dann auch erstmal verabschieden, um zu sehen, wie die Aufnahmen geworden sind. Also, wir sehen uns garantiert wieder. Tschüssi!